Christian Rietsch, ein bisschen aus der Welt der Spiritualität erzählen und überhaupt ein bisschen über das Leben und das, was wir so gerne tun. Vielen Dank, ich übergebe an Christian. Hallo, oh, kann man mich gut hören? Oh, schön. Also erstmal schönen guten Morgen. Es ist mir echt eine Ehre, hier auf einer so tollen Party sprechen zu dürfen. Es ist für mich eine Premiere überhaupt, bei so einer Veranstaltung Gehör finden zu können. Und das spricht doch sehr für das Publikum hier. Also vielen, vielen herzlichen Dank fürs Erscheinen und für den Geist, der irgendwie seit zwei Tagen hier über den Wassern schwebt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Konstantin für die Einladung bedanken. Und also ich bin ganz begeistert hier und ich möchte mich auch bei meiner Frau Claudia Müller-Ebeling bedanken. Wir sind nicht nur ein Paar, sondern auch eine Forschungsgemeinschaft und vieles von dem, was ich von mir gebe, stammt nicht nur von mir, sondern das stammt von uns beiden. Also. Das ist also die Premiere. Und dann kommen wir gleich zum Jubiläum. Nicht mein eigenes, sondern es ist das Jubiläum 50 Jahre Pilzerfahrung. Und ich denke, dass es an einem Ort wie diesem, wer gestern Nacht hier durch das Nomadendorf gezogen ist, der muss einfach überzeugt sein, dass es sich hier um einen lebendigen, gelebten Pilzkult handelt. Gewöhnlich spreche ich ja meistens auf wissenschaftlichen Kongressen. Da ist das Publikum schon mal äußerlich sehr anders. Nicht nur was die Kleidung angeht, sondern was auch den Gesichtsausdruck angeht. Hier gucke ich in lachende, fröhliche Gesichter und ich denke, da haben die paar Pilzchen auch so das ein oder andere zugetan. Ich werde auf keinen Fall wissenschaftlich reden, obwohl mir das auch viel Spaß bringt und wer solche Sprache gelernt hat, kann auch daraus viele nette Dinge ziehen. Wer mich nicht kennt, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, schamanische Kulturen zu erforschen und vor allen Dingen deren Pflanzengebrauch, sprich natürlich auch Pilzgebrauch. Wobei vielleicht wichtig ist zu sagen, dass Pilze keine Pflanzen sind. Wir sind ja auch keine Pflanzen. Also es sind, ist ein eigenes Naturreich und dieses eigene Naturreich, was in unserer Erde gedeiht, oft unsichtbar und manchmal so verlockende Köpfe aus dem Untergrunde steckt, das hat unglaublich viel in unsere Welt bewegt und zwar seit 50 Jahren und deswegen ist auch dieses Jubiläum. Es war nämlich im Jahre 1955, am letzten Ende des Juni, dass ein Bankier, ein New Yorker Bankier, also ein Mensch aus den USA, von der Wall Street, in einem kleinen mazatekischen Dorf in Südmexiko, in den Bergen, des Nachts bei einer Schamanin, die ungefähr in seinem Alter war, die hat den Namen Maria Sabina. Und diese Frau, die hat etwas Wunderbares getan, nämlich ohne ihre Tat wäre wahrscheinlich kaum jemand hier, wahrscheinlich würde es nicht mal diese Party geben. Denn sie hat diesem Bankier das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, also einem Menschen, der kein Indianer ist,
die Zauberpilze zu essen gegeben. Unter Maria Sabina, die selbst mit 7 Jahren anfing, Zauberpilze zu essen, die hat sie so gefunden und gedacht, oh ja, die brauche ich. Hat sie gegessen, hatte eine wahnsinnige Erleuchtung und hat dann den Rest ihres Lebens damit verbracht, ihr nachts Kranken und Hilfesuchenden und spirituell Suchenden das Leben zu verschönern, indem sie ihnen nämlich auch Pilze gegeben hat. Und zwar immer in sehr hohen Dosen. Das ist ganz wichtig, höre ich hier gerade, und das ist auch wirklich wichtig. Allerdings muss ich dazu sagen, eine hohe Pilzdosis auf dieser Party ist nicht das Richtige. Eine hohe Pilzdosis in einem nächtlichen Ritual, wo man im Kreise sitzt und am besten, wo man auch echten Tabak dazu benutzt. Für diejenigen, die möchten, ich habe hier so zwei Hände voll echte Zigarren. Ich darf sie leider nicht werfen, weil das nach indianischer Auffassung bedeutet, dass der die Zigarre abkriegt, von einer Schlange gebissen wird. Aber also wer möchte, kann gerne. Guck, das ist wie bei der Kommunion. Also echter Tabak gehört zum Pilz dazu. Mama! Hier sind noch. So, die eine, die allerletzte brauche ich. Die muss ich nämlich nach dieser kleinen Darbietung brauchen. Ja, die das. Maria Sabina hat ihre nächtlichen Pilzzeremonien Velada genannt. Das heißt so viel die Nachtweihe. Dazu trifft man sich in einem Raum mit Leuten so in der Größe 8 bis 10, 12, 14. Die setzen sich im Kreis. Dann beginnt die Maria Sabina damit, die Pilze über Kopal, Weihrauch zu beräuchern und gibt jeder Person dieser Person angemessene Menge. Aber sie gibt natürlich allen immer zu viel, sodass sie ganz sicher ist, dass jeder den psychedelischen Durchbruch hat, der nötig ist. Denn nur wenn man einmal auf der anderen Seite war, kann man auf dieser wieder sich zurechtfinden. Genau. Jim Morrison war auch ein großer Pilzfreund. Er hat die Pilze immer von einem befreundeten Botanikprofessor von mir bekommen. Also, was bei diesen nächtlichen Ritualen das Wichtige war oder ist, dass man die ganze Zeit der Wirkung der Pilze, nämlich 4 Stunden zusammen im Kreise sitzen bleibt, dass man, damals gab es zum Glück noch nicht, alle Handys abschaltet und jeden Kontakt zur Außenwelt möglichst verhindert. An solchen Kreisen nehmen grundsätzlich Kranke oder Notleidende oder Ratsuchende teil, aber auch Gesunde. Das ist sehr wichtig, dass die Gesunden im Kreis sind, denn wir Menschen, wenn wir hier sitzen, haben wir auch Gesunde und Kranke, und die Kranken, die können gut was von der Energie der Gesunden gebrauchen. Und für die Indianer ist der Prozess des Heilens nicht nur eine Bekämpfung von Krankheitssymptomen, sondern das ist ein Prozess, der das ganze Leben überwährt, der dazu dient, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sich selbst zu verwirklichen, kein Glaubenssystem zu vertrauen, sondern nur seinen eigenen Visionen zu folgen. Denn das Einzige, was wir haben, sind wir selbst. Und nur das zählt. Alles andere ist fremdbestimmt und ungesund.